zurück zu einem neuen Video. Wie ihr hier schon sehen könnt, dreht sich heute alles um meine Birken 30 und ich möchte euch nach anderthalb Jahren mal ein kleines Update geben, ein kleines Review sozusagen, wie sie denn momentan vom Zustand her ist, ob ich sie oft nutze, ob es ein guter Kauf war oder vielleicht auch nicht. Ja, dann fangen wir doch erstmal mit dem einfachsten an, nämlich einfach dem äußeren Zustand, dem optischen. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich nach wie vor die Sticker dran, was bei mir einfach daran liegt, dass ich diesen matten Look so sehr liebe. Genau, also wenn man nicht in zu tropischen bzw. feuchten Gebieten eben lebt und es auch nicht ständig antatscht, sollte auch mit Sticker dran nichts passieren. Das ist das, was mir im Store gesagt wurde. Viele empfehlen natürlich, die Sticker abzumachen, denn wenn die Tasche in eher feuchteren Gebieten steht oder eben das ständig angefasst wird, kann es passieren, dass die Hardware darunter dann irgendwann nicht mehr so toll aussieht und leider ersetzt werden muss. Aber ich mag, wie gesagt, den Look einfach so gerne, dass ich mich nicht davon trennen konnte. Entsprechend, auch wenn wir hier ganz nah hinsehen, seht ihr so gut wie keine Gebrauchsspuren an der Hardware. Hier an dem Teil natürlich schon, weil da habe ich es abgemacht, das sieht einfach hässlich aus. Genau. Auch ansonsten ist sie in einem sehr, sehr guten Zustand. Auch an den Henkeln seht ihr keine Gebrauchsspuren, was aber auch daran liegt, dass ich sie eigentlich fast nur mit Twiddies trage. An den Ecken sieht man minimale Gebrauchsspuren, aber das ist was, das muss man halt dann irgendwann mal in einem Spa machen lassen. Hermes hat ja eh ein eigenes Bag-Spa, aber ich finde, man kann jetzt nicht wirklich sagen, dass sie schlimme Gebrauchsspuren hat. Genau. Entsprechend seht ihr, sie wurde auch sehr, sehr viel getragen von mir und ständig aber mit einem Organizer, das heißt, sie behält nach wie vor ganz schön ihre Shape, wenn sie soll. Man kann es natürlich auch sportlich tragen, das habe ich auch manchmal gemacht, aber ich trage es eigentlich schon eher schön, eben wie sie jetzt hier steht, zusammengezogen hier oben, dass sie eben schön in ihrer Shape bleibt. Ich habe sie super, super oft dabei gehabt in den letzten anderthalb Jahren. Ich zeige euch mal ganz viele Foto-Inspo jetzt dann noch, wie ich sie getragen habe. Und ich muss sagen, ich nehme sie wirklich super oft mit. Sie ist halt dahingehend praktischer wie eine Kelly, dass sie einfach doch mehr Schauraum hat und man hier easygoing wirklich viel reinbringt. Ich habe jetzt hier momentan ausgestopft. So lagert sie auch nach wie vor. Ich mache auch immer dieses Clochette ab, wenn ich sie aufhebe mit dem Schloss, weil es ist doch ein bisschen Gewicht und man muss nicht unbedingt einen Riemen hier immer vorziehen. Und ich mag es aber auch nicht, diese Dinge hier ständig dran zu machen, dass es eben hinten bleiben würde. Darum mache ich eben lieber einfach das Schloss ab und gebe das innen rein, wenn ich es aufbewahre. Genau, innen sind keine Gebrauchsspuren vorhanden, weil ich es einfach immer mit einem Organizer trage und eben danach immer schön ausstopfe und dann sie bei mir so in einem Schrank steht. Achtung, wenn ihr irgendwo Licht habt, also ich würde es jetzt nicht unbedingt ins Sonnenlicht stellen, auch wenn man sie natürlich gerne jeden Tag anguckt, aber das tut einfach dem Leder und der Farbe nicht so gut. Ansonsten, ja, wenn es wie gesagt mal Gebrauchsspuren gibt, einfach ins Hermes-Bar geben, da zahlt man halt dann, weiß ich nicht, ein paar hundert Euro und dann ist die aber auch wieder tipptopp die neu. Also da wurden auch schon oft Taschen abgegeben, die wirklich, wirklich schlimm aussahen und auch wirklich alt waren und selbst die kamen so gut wie neu wieder zurück. Und bei Hermes ist das wirklich eine Investition, wenn man sich da mal ein paar Wochen von seiner Tasche trennt und ein bisschen Geld reinsteckt, dass die eben wieder wie neu glänzt. Aber so würde ich jetzt auf keinen Fall momentan ins Spa geben, weil ich finde die vom Zustand her, wie gesagt, noch tipptopp. Und finde auch nicht, dass sie momentan ins Spa nötig hat. Ja, jetzt blende ich euch da mal ein paar Tragevarianten ein, beziehungsweise Styling-Optionen, wie ich sie denn in den letzten anderthalb Jahren getragen habe. Thank you.
zum Schluss noch ein kurzer Vergleich zu meiner Kelly Tricolor. Also ich muss sagen, die Kelly nehme ich noch ein Ticken lieber, einfach aufgrund von dem Schulterriemen und der Möglichkeit, dass ich sie über die Schulter bzw. Crossbody tragen kann. Das geht hier mit der Birkin schlecht, also Crossbody sowieso nicht und auch über die Schulter. Dafür ist einfach bei der Birkin 30 hier zu wenig Platz, dass man die über die Schulter tragen könnte. Aber ich würde sie auf keinen Fall missen wollen. Ich finde, es ist nach wie vor der Klassiker von Hermes. Und wenn man Hermes mag, sollte man sich nicht nur auf Kellys einschießen, sondern sollte auch mindestens eine Birkin im Schrank haben. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt zu meiner Birkin, könnt ihr mir diese gerne in der Kommentarfunktion stellen. Und ansonsten alles Gute und bis zum nächsten Mal.